So, dann schleichen wir uns jetzt mal einfach hier rein und ich sage einfach mal herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Habt ihr nicht mitbekommen, ich habe auch vergessen beim letzten Part zu erwähnen, dass ich aufhöre. Man sieht ja, ich habe es jetzt gerade, ich habe Zeit, nicht, dass ich irgendwie jetzt hier in Gefahr wäre oder so. Aber ich freue mich, es ist Freitag und ich brauche diesen Samstag auch nicht zu arbeiten. Was heißt, ich kann schön viel aufnehmen erstmal und vorbereiten, weil ich sag mal so, in diesem Let's Play kann ich auch nicht wirklich auf Zuschauerreaktionen eingehen, weil das ist ja eigentlich recht linear, also schlauchförmig. Man kann an der Story relativ wenig drehen. Also jetzt ganz anders als zum Beispiel bei Minecraft. So, dann machen wir es hier einfach mal fröhlich weiter, so wie wir es gewohnt waren. Und hoppala! Der tut nur so, der ist unbewusstlos. Na, komm her. Oh, das gab jetzt erstmal ein Bleizäpfchen. Ist gut, da brennt einem ein bisschen die Kimme nachher. Aber er ärgert uns wenigstens nicht mehr. Sag mal! War das jetzt im Takt mit dem Rattern von dem Gewehr oder was? Egal. Wieso sind wir eigentlich in diesem Gebäude? Wieso sind wir alleine? Ich weiß es nicht mehr. Hat da jemand eine Knallerbse geschmissen? Und wenn ja, wer? Du? Warst du das? Ja, wahrscheinlich kokelt das deswegen auch da hinten so ein bisschen. Hat vergessen loszulassen oder so. Guck mal, ich habe einen Stift gefunden. Wozu hört denn der? Fail. Okay, der Helikopter ist jetzt etwas lauter. Und apropos Fail. Ich muss dazu sagen, dass ich es diesmal geschafft habe, die erste Aufnahme zu machen und nicht das Headset gemutet zu lassen. Ist das unser Helikopter oder warum schießen die da drauf? Upsi. Also jetzt nicht, dass da jetzt gleich so 10.000 Mann auf mich zugerannt kommen. Nö, auch richtig interessiert jetzt nicht, dass sie von hinten beschossen werden. Sag mal. So. Ist aber wenig los jetzt hier. Waren das nur drei Leute? Also ich finde die Partikeleffekte hier auch ziemlich nice und... Ja doch, das gefällt mir. Sollte ich vielleicht einfach mal wieder öfter spielen, aber ich glaube, mein Entschluss ist gerade gefallen, dass ich auch Battlefield 4 machen werde. Das soll ja dieses Jahr auch noch irgendwann rauskommen. Also wenn die da nochmal ein Schüppchen drauflegen, als wie wenn jetzt, dann, dann ja. Dann auf jeden Fall. Zumal ich ja sowieso die halbe, naja okay, die Dreiviertel bis neun Zehntel Serie in meinem Regal stehen habe. Es geht übrigens wieder los, dass ich genauso gut treffe wie mit dem Bogen in... Ey! Ja, ist jetzt gut, ja? Wieso haben die so viele Granaten und ich nicht? Ey, ihr cheatet, ist voll unfair, ich will auch... Ey! Wie war das hier von wegen, heilen? Geht das automatisch oder muss ich mir irgendwas reinstopfen? So eine Packung Smarties oder so. Ich glaube, das geht von alleine. Da unten sitzt der fiese Wicht. Ey. Oh, ich hab Skill, ey. Ich hab so viel Skill, da ist so wenig, den sieht man schon wieder nicht mehr. Wieso kommen die denn eigentlich nicht? Warte mal, vielleicht hab ich ja... Ach, guck an, ich hab auch welche. Ah, ging jetzt erstmal wieder eiskalt daneben, so wie ich das gewohnt bin. Ach, komm, ey. Wieso habe ich auf normal gestellt? Easy ist immer noch zu schwer für mich. Habe ich ihn erwischt? Habe ich ihn erwischt? Nee, habe ich nicht. Da lugt noch so ein hässlicher Schädel hinterm Berg hervor. Jetzt habe ich ihn aber, glaube ich, oder? Komm, Mütze raus da. Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Okay, der hat jetzt eine Glatze. Den habe ich... Ey, sag mal! Gibt's denn das? Der ist ganz schön gierig, ey. Wie viel Munition er in sich reingesteckt haben will, bevor der mal umfällt. Da hinten kommen direkt die nächsten. Ja klar! Immer ran! Wir hammelt ja! Oh, wir haben es tatsächlich. 320 Schuss noch. 300. Ja. Ne, 320 war fast richtig. Ja! Da hat gerade wieder einer vergessen wegzuwerfen, das Ding.
Der hat gerade mal drei seiner hässlichen Freunde mitgenommen. Sag mal, spawnen die eigentlich in einer Tour nach oder was passiert da hinten? Das Problem ist, wir sollen dahin, wo die Action ist, ne? Ansonsten wäre es ja auch langweilig. Also ein Shooter ohne Action wäre irgendwie doof. Okay, das Miezekätzchen, Katzchen vor allen Dingen, das Miezekätzchen scheint Schmerzen zu haben. Huch, habe ich da was gesehen? Nee. Ja, schieß mal immer schön auf die Gasbuddeln drauf. Hm? Vor allen Dingen, wenn wir so 5 Meter davor stehen, kommt gut. Das macht dann aber ein größeres Puff als so eine kleine... Warum genau fühle ich mich jetzt gerade so überhaupt gar nicht in Sicherheit? Ist hier Glas drin? Kann ich hier eine Granate durchwerfen? Upsi. Also sie können es. Dann probiere ich mal aus, ob ich das auch kann. Oh, ich kann das auch. So. Das war doch garantiert nicht nur einer. Natürlich nicht. Warte mal, was sind denn das jetzt eigentlich für Freaks? Das sind doch jetzt, das sind doch Soldaten, das sind doch jetzt gar keine Islamisten oder irgendwie sowas. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Die verschwinden ja auch immer. Also irgendeine Hupe. Ich tippe mal einfach auf Mercedes, weil ich das einfach gerne sehen würde, wenn... Nein, okay. Definitiv nicht. Was ist das? Ein alter Volvo oder was? Oder... Keine Ahnung. Ja, ich habe gerade von Fail gesprochen, dass ich es mal geschafft habe, die Aufnahme zu starten und direkt mein Mikro aktiviert zu haben. Nur habe ich vergessen, mir eine Uhr zu stellen wegen der... Ey! Sag mal, ich bin ja hier gerade was am Erzählen. Ja, da kannst du nicht so einen Lärm machen. Verstehen die doch nix. Wer war das denn eigentlich? Der Fuchs da war das. Wo? Wer? Nee, das sind so Militärfuzis. Ist da noch einer? Nee, das ist wieder so eine blöde Fahne, ne? Ja. Komme ich jetzt hier durch, ohne dass ich irgendwie heiße Nüsschen kriege oder so? Ja. Was? Oh! Die haben hier echt eine gute Bausubstanz. Naja, was ich noch sagen wollte, wenn es hier gerade nicht so laut wäre, ich habe vergessen, die Uhr zu stellen. Folglich wird dieser erste Part wieder etwas länger oder kürzer, aber das seid ihr vom Battlefield 3 Let's Play gewohnt, eigentlich, ne? Weil da hat ja bis jetzt eigentlich das noch bei keinem einzigen Part gestimmt mit den 12 Minütchen. Von daher drücke ich einfach mal auf gut dünken aufs Knöpfchen und wenn ich das erste Mal pausiert habe, dann den nächsten, das mache ich dann mit Uhr. Ich habe die jetzt gerade hier mal nebenbei... Ey. Oh, tu doch mal ein bisschen WD-40 dran, das quietscht ja doch wie die Kniegelenke von meiner Großmutter. So. Hier mit der Hage. Ey, hier waren wir schon mal. Hier habe ich doch, glaube ich, im zweiten Part den Hausmeister Bescheid sagen wollen, dass diese Lampe kaputt ist. Aber da sind wir da lang gegangen, wo... Ach nee, wir sind hier auch tatsächlich hochgegangen. Ja, aber irgendwie anders. Wahrscheinlich laufen wir gerade die ganze Zeit den Weg zurück. Ich reil's nur nicht. Wäre ja was Neues. Da läuft doch einer. Wer läuft? Der steht bestimmt in der Tür. Pass auf, ey. Ich sage... Kommen Sie raus! Mit erhobenen Beinen. Keine Bewegung, du Pisser, Hände hoch! Das hab ich auch gesagt. Scheiße. Blackburn, was bin ich froh, dich zu sehen. Hast aber Glück gehabt, dass ich sofort geholzert hab, ne? Muss jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. So, jetzt mache ich mal kurz einen epischen Cut, damit jemand nicht mehr was zu meckern hat.